Schönen guten Morgen, liebes Volk zu Gensingen, Gensheim, Gensingen. Gensingen! Man muss ja immer, man kommt ja so durcheinander, wo man gerade ist. Ne? Hier, übrigens, Hände in der Tasche, tut scheiße weh beim Klatschen. Ne? Nur so ein kleiner Tipp am Rande, gerade bei den Männern. Ne? Ist also ganz immer schön aufpassen. Ja, kommt ruhig ran hier, die ihr so früh kein schönes Zuhause mehr habt. Um diese frühe Uhrzeit. Wir sind Malefizius aus Frankfurt am Main und haben euch ein paar Schlager des Mittelalters dargebracht. Und wir fangen an mit einem Stückelein aus Französisch Landen, ein Andro. Für so wenig Uhrzeit ist es auch ganz schön viel Volk, ne? Also an einem Donnerstagmorgen, muss man mal sagen. Das nächste Stücklein ebenfalls aus Französisch Landen, La Sansonette. Thank you.
bestimmt ein guter Ausblick von da oben. Ja, der Gaukler wärmt sich erstmal am Schmiedefeuer, dem ist wahrscheinlich heute noch zu kalt bei knappen 30 Grad. Ne? Lautenhals, der übrigens nach uns drankommt, ja, er wärmt sich gerade noch am Schmiedefeuer auf. So, das Stückelein, die nette Mominette. Zum Zusammenrutschen, zum Schmusen. Oh ja, auch wenn es ja bei den Temperaturen macht es besonders viel Spaß, wenn man richtig schön aneinander sich reibt, aneinander klebt. Und ja genau, Nebul.
aus dem Mittelalter. Die Pferdebrande, hatte ich gerade im Kopf jetzt. Ich konnte jetzt den Text so schnell nicht umdenken. Okay, die Spießerhymne. Gewidmet allen Bratständen dieser Erde. Die Spießerhymne. Ich war gerade so im Redefluss. Unanständig, da grinste, ne? Steht an der Taverne, hört unanständig und freut sich des Lebens. Recht hast du. Hat er wieder eine Seite kaputt gemacht? Ja, hat er wieder eine Seite kaputt gemacht. Eliasar, der Bayer, der einzige Mensch auf dieser Welt, der eine sechsseitige Gitarre auf nur fünf Seiten spielen kann.
ein Rennpferd heute. Das war ein Rennpferd. Okay. Schottisch heißt von Name und hat mit Schottland gar nichts zu tun. Weiter mit Lautenhals. Danke.